Ich fummle an dieser Stelle mal wieder das Beamer-Bild zurecht, denn jetzt kommt der letzte Roaster, bevor dann Stefan zum gähnend zum Gegenroast ausholt. Und zwar gibt es hier scheinbar ein Filmchen, was jetzt noch gezeigt werden soll. Es wurde allerdings schon kolportiert, es ist schon durchgesickert, dass irgendein Sonntagsdoppeltorschütze wohl etwas Negatives über mich sagen soll. Da hat Blöbrode seine alten Werder-Kontakte akquiriert. Ich hatte schon mal einen kleinen Warnschuss am Sonntag abgefeuert, indem ich der Person das Tor nicht zugesprochen habe, sondern Daniel Frahn. Aber es scheint nichts geholfen zu haben. Trotzdem wurde scheinbar Negatives über mich gesagt. Ich bin ganz gespannt, was das ist. Blöbrode ist tatsächlich der Literatur-Fußball-Nationalmannschaftskapitän und ist deswegen auch immer noch relativ gut im Saft. Er hat sich jetzt allerdings sportlich was vorgenommen, was total unrealistisch ist. Und zwar ist er der Personal Trainer von Julius Fischer geworden. Und wir wissen alle, Julius Fischer ein paar Pfunde abzuringen, das wird passieren an dem Tag, an dem die Erde in die Sonne stürzt. Das ist so, als ob man versuchen würde, André Bautzmann ein paar Pfunde abzuringen, mit Max Reg als Trainer. Ladies and Gentlemen, der Beamer steht bereit. Hier ist für euch Blöbrode. Tim Türke, vielen Dank. Heute im Look von Gustav Ganz. Wer genau hinsieht, erkennt, den Schnabel hat er sich in seiner Jugend zunähen lassen. Tim, ich möchte es kurz machen. Ich habe auch einen Film für dich vorbereitet. Im Gegensatz zu dir habe ich darin nicht gefaked noch falsche Bilder gezeigt. Aber das zieht sich bei dir ja durch dein Leben. Wir schauen ihn einfach mal an. Und dann fange ich an. Wer ist Tim Tölke? Kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Tim Tölke. Wer ist denn Tim Tölke? Wie findest du Tim Tölke? Kenne ich nicht. Wie finden Sie Tim Tölke? Gut. Gut? Ja. Woher kennen Sie den? Aus dem Fernsehen. Aus dem Fernsehen? Welches Fernsehen? Kinderkanal. Im MDR Tower hat er sogar seine Fernsehshow. Hier muss jemand Tim Tölke kennen. Wie finden Sie Tim Tölke? Wer ist Tim Tölke? Ich kenne ihn gar nicht. Kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Oh Gott, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wer Tim Tölke ist. Tim. Wie findest du Tim Tölke? Kenne ich nicht. Das ist ein großer Moderator. Der macht hier auch Shows im Moritz-Bastei. In einer zum Beispiel steht er neben Julius Fischer. Julius Fischer kenne ich. Wie finden Sie Tim Tölke? Überhaupt nicht gut. Okay. Wie findest du Tim Tölke? Den kenne ich gar nicht, tut mir leid. Berto, was ist das? Kenne ich nicht, sorry. Kenne ich gar nicht. Tim Tölke? Genau. Wie viel? Keine Ahnung. Entschuldigung. Kennt irgendjemand hier Tim Tölke? Irgendjemand! So, wir sind jetzt bei Terence Boyd, einem der Spieler von RB Leipzig. Wenn einer Tim Tölke kennt, dann doch einer von denen. Sagen Sie, wir haben eine Frage. Wie finden Sie Tim Tölke? Tim Tölke. Bist du Tim Tölke? Nö, sag mir nicht. Der ist Stadionsprecher bei RB Leipzig. Den müssen Sie, der immer die Ansage mit den Tattoos und den Volleyball-Moves beim... Schon mal fragen, der ist doch schwul, oder? Also Tim Tölke ist ein großartiger Entertainer und ich habe ja selbst mit ihm persönliche Erfahrungen gemacht, indem er sozusagen mit mir eine Show mitorganisiert hat, den sogenannten Volkstalk. Okay. Und da habe ich gemerkt, schnell, immer auf den Punkt, gute Ideen und sehr, sehr, sehr witzig. Tim Tölke und Burkhard Jung unter Parteispasten hilft man sich. Vorher im Bild sahen wir Terence Boyd von RB Leipzig. Glückwunsch zu den zwei Toren am Wochenende. Terence hat einmal im Zoo gesagt, Orang-Utans sehen aus wie Schimpansen mit Down-Syndrom. Terence, lass dir gesagt sein, du siehst aus wie ein Schimpanse mit Down-Syndrom. Apropos Down-Syndrom, Donis, die Toleranzwoche ist vorbei, man darf Behinderte wieder beleidigen.
Donis, du bist der Anti-Hipster. Du bist der einzige Mensch, über den man immer behaupten können wird, dass man dich kannte, bevor du cool warst. Donis wurde 1968 geboren und wir alle ärgern uns bis heute, dass Verhütungsmittel damals noch nicht en vogue waren. Noch Jahre später hat seine Mutter ihm die Pille danach ins Essen gemischt, um ihn vielleicht doch noch irgendwie abzutreiben. Aber man kann gut sehen, dass es zwar zu irgendeinem Effekt geführt hat, aber leider nicht zum gewünschten. In der DDR hat Donis Geologie-Facharbeiter gelernt und nach Bodenschätzen gesucht. Das tut er auch heute noch, auch wenn die Bodenschätze heute eher aus leeren Pfandflaschen und von Tim weggeworfenen Mettbrötchen bestehen. Früher spielte Donis in der Elektroband Think About Mutation und seinem Äußeren nach ist zu vermuten, dass er über Mutationen nicht nur nachgedacht hat. Donis sieht aus wie Dietmar Beiersdorfer auf Crack. Gut, viele von Ihnen kennen Dietmar Beiersdorfer nicht, aber sie kennen Crack und diese Seite überwiegt. Nur die wenigsten Leute wissen, dass Donis Zähne der originalgetreue Nachbau des zerstörten Nachkriegs-Dresden sind. Ansonsten ist Donis vor allem für seine schlechten Witze berühmt. Das Einzige, was schlechter als seine Witze sind, ist sein Atem. Apropos schlechte Witze, André Bautzmann. Heute in der Farbe der sexuellen Frustration, das Lebensmotto aufs Hemd gedruckt. Als Mensch zu dumm, als Schwein zu kleine Ohren. Schon bei seiner Geburt wussten Andres Eltern, seine Zeugung war ein schwerwiegender Fehler. Heute ist André nicht nur ein lebender Würfel, sondern auch der beste Beweis, bloß weil jemand jung ist, ist er noch lange nicht gut. Seiner Meinung nach ist André ein Tausendsasser, Entertainer, Sänger, Kabarettist, aber ich habe hier ein Tortendiagramm angefertigt, um zu zeigen, was er vor allem ist. 80% Schwarzwälder Kirsch, 25% Donauwelle und 20% Menschen wie Lynn Pelemopoulos. Und wenn Sie jetzt denken, hä, das ist falsch, das sind über 100%, dann schauen Sie ihn sich an. Wenn André einschläft, kann man ihn nur mit einer Pockeflöte wecken. Andres bisher berühmtestes Programm hieß Ich glaub, mein Schein pfeift mit dem wunderbaren Hit Du musst ein Schein sein in dieser Welt und mir ist keine Beleidigung eingefallen, die illustriert, wie scheiße ich das finde. Warum um alles in der Welt soll man ein Schein sein? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du bist der Grund, warum man sagt, Deutsche hätten keinen Humor. Aber trotzdem muss man eingestehen, das, was André Bautzmann macht, ist Kunst. Josef Beuys hat schließlich auch mal eine Fettecke in Düsseldorf ausgestellt und die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Ansonsten gibt André nicht viel her, die meisten seiner Witze waren schon alt, da war Maximilian Reg noch jung und attraktiv. Apropos jung und attraktiv, Lynn Penelope Miklitz. Lynn verzichtet in ihrem Leben bewusst auf Fleisch, Milchprodukte, Frisur und gutes Aussehen. Sie studiert Arbeitslosigkeit bei Donis und nebenbei Philosophie an der Uni, um den Sinn des Lebens zu finden. Aber seien wir ehrlich, Lynn, du kannst noch so lange suchen, den Sinn für dein Leben werden wir alle nicht finden. Früher, als ich Lynn kennenlernte, war sie noch ein sehr schönes Mädchen. Heute sieht sie aus wie ein hässlicher Junge. Überhaupt, Lynn. Ein echter Name wäre Marilyn gewesen oder Franklin, aber Lynn, das ist das Abfallprodukt eines Namens. Es kann nur eine Erklärung geben. Ihre Mutter war einst schwanger und wollte ihr Kind Marilyn nennen. Leider gab es aber ein Unglück und das Kind kam mit 2 Köpfen und 3 Beinen auf die Welt. Daraufhin ließ die Mutter das Kind von einem Schlachter auf die normale Anzahl an Gliedmaßen zurechtstutzen und nannte es Mary. Das, was übrig blieb, war Lynn. Eine Mängelerscheinung auf Beinen, wäre sie ein Buch, sie wäre ein einseitiges Pixie-Mängelexemplar, wäre sie ein Sport, sie wäre Handball. Apropos Handball, kommen wir zu André Herrmann. Sie merken, diese Überleitung war völlig scheiße, was wiederum passt, weil André auch völlig scheiße ist. Mein kleiner Bruder würde übrigens sagen, dass er bei einem LKW-Unternehmen arbeitet, weil er so ein Hänger ist. Auch das schwarze Hemd kann darüber nicht hinwegtäuschen, er hat einfach diese Kick-Aura. In seiner Jugend hat André den Sommer über Geld verdient, indem er in der Nähe von seinem Heimatort Dessau auf einem Bauernhof für behinderte Menschen gearbeitet hat. Sehr löblich, André, aber wir alle wundern uns, warum die Pfleger dich jedes Jahr wieder mit Schulbeginn wieder entlassen haben.
André ist neuerdings Gag-Autor beim MDR, das Kick der Fernsehsender. Das ist super, André, bezahlte Arbeitslosigkeit. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum Julius und Christian ihre Show Comedy mit Karsten genannt haben? Und warum sie lieber einen dicken, biertrinkenden Schauspieler dafür bezahlen, möglichst scheiße auszusehen, als dich ins Bild zu zerren? Weil du scheiße bist. Ansonsten denkt André Herrmann bis heute, er habe seinen Schulabschluss in Hogwarts gemacht. Als Erkennungszeichen hat er einen Blitz auf den Unterarm tätowiert. Wenn man Witze über ihn macht, sagt er häufig, Expelliarmus, dein Humor kann mich nicht treffen. Apropos Harry Potter, Annette Sattler, der persönliche Hauself von Stefan Kretschmer. Am liebsten möchte man ihr eine Socke zuwerfen und rufen, Dobby, du bist frei. Aber ich will gar nicht zu sehr auf ihrem Gewicht herumreiten, das hat Kretsche sicher schon genug gemacht. Ich habe Gewicht gesagt, ich meinte Größe. Bei ihren Interviews für Sport 1 stand Annette lange auf einem Holzpodest, das sie dann aber zugunsten der Elbe-Flutopfer versteigert hat. Das ist toll, Annette, und ich bin mir sicher, die Flutopfer werden sich maßlos über die zwei Snickers und die Nagelzange gefreut haben, die du dafür gekriegt hast. Bis vor kurzem war Annette noch mit dem Handballer Ica Romero liiert. Er muss hart um sie gekämpft haben. Die Berliner Zeitung schreibt über den Beginn ihrer Beziehung. Bei einem Interview hatte Romero ihr vor laufender Kamera gesagt, du bist eine schöne Frau. Da funkte es. Krass. Wie schwer sie zu haben ist, beweist Annette auch an anderer Stelle. Auf handballworld.com antwortet sie auf die Interviewfrage, ob sie bei ihrem Bekanntheitsgrad noch nackt in die Sauna gehe. Nein, die Gefahr ist dann doch zu groß, erkannt zu werden. Klar, Annette. Klar, Annette, in den Gegenden, wo du dich rumtreibst, ist es wohl besser angezogen, in die Sauna zu gehen. An deinem Gesicht wirst du ja offenbar nicht erkannt. Maximilian Reg. Es ist so unfair. Es gibt so viele Länder mit einer so hohen Kindersterblichkeit und du bist so unwürdig und so alt. Dein Leben ist so im Arsch, wie Christoph Grebel es gerne bei dir wäre. Apropos Christoph Grebel, die Quotentucke am Klavier. Mein Freund Moritz hat gesagt, bloß weil jemand schwul ist, macht das einen noch nicht zu einem besseren Menschen. Um es mit Julia Engelmann zu sagen, Showmusiker ist auch nur ein Anagramm für Lustknabe von Tim Tölke. Apropos Lustknabe, Stefan, wie gefällt dir eigentlich, Christoph? Nach deiner Affäre mit L'Oréal London wäre das doch der nächste Schritt. Kommen wir direkt zu dir, Sven Amtsberg ist egal. 100 Kilo lebendes Dynamit, sagte Franzi von Almsick über dich. Beunruhigend ist nur die verdammt kurze Lunte. Ich musste lange überlegen, bis mir ein anderer Handballer eingefallen ist, der vergleichbar mit dir wäre. Dann musste ich lange überlegen, bis mir ein anderer Handballer eingefallen ist. Handball, das ist so ungefähr das Paralympics des Fußball. Ich meine, wer erinnert sich nicht an dein grandioses Spiel im Olympiafinale 2004 gegen Kroatien, als du einen Punkt nach dem anderen warfst und ihr trotzdem unglücklich verlort? Richtig, ich erinnere mich nicht. Ich habe zu der Zeit wahrscheinlich interessantere Dinge gemacht. Gezählt oder so. Aber dennoch, du hast mit deinem Spiel noch deutsche Tugenden verkörpert. Kampfgeist, Härte und wirklich, wirklich hässlich zu sein. Du hast diesen Used-Look wie eine verwaschene Jeans. Irgendwie hat man bei dir immer das Gefühl, du wurdest schon mal benutzt. Gut, ich meine, was soll ich denn sagen? Ich trage diesen komischen Bart auch nur, weil ich einen sehr hässlichen Unterkiefer habe. In diesem Sinne müsstest du aber ein Ganzkörperfell tragen. An dieser Stelle möchte ich einen Witz aus deinem Buch zitieren. Dass ich relativ schnell Frauen kennenlernte, die auch Interesse an mir hatten, war nicht ungewöhnlich. Ich sah ganz gut aus und wusste mich schon damals stylisch zurechtzumachen. Junge, du sahst aus wie ein Clown, der von einem Rasenmäher überfahren wurde. Dein Motto war stets, Intelligenz ist kein Kopfschmuck. Und dann hast du dir die Haare bunt gefärbt. Leute sagen über dich, du würdest immer sagen, was du denkst. Ich sage, dann müsstest du viel häufiger schweigen. 2003 wurdest du zum Magdeburger des Jahres gewählt. Das ist krass, Kretsche. Was kommt als nächstes? Hallenser des Jahres? Chemnitzer des Jahres? Wurstgulasch des Jahres? Aber genau genommen war die Wahl nur konsequent, denn nichts verkörpert ein zerbombtes Zentrum und hässliche Bauwerke so sehr wie dein Gesicht.
Und trotzdem bist du ein Star geworden. Du warst immer selbstbewusst, ohne dich zu überschätzen, dabei mit einer guten Portion Selbstironie. Und vor allem hast du dich nie verstellt. Du hast nur gemacht, worauf du Lust hattest, und das ist etwas, was unserer Gesellschaft heute am dringendsten fehlt. Einfach mal zu machen, wozu man Lust hat. Du bist einer aus dem Volk, ein Star zum Anfassen, und auch wenn du keine großen Titel für den deutschen Handball gesammelt hast, so hast du deinem Sport doch die Größte erwiesen, die ihm zuteil werden konnte. Du hast ihm mit deinem Auftreten zu einer Bühne und mehr Popularität verholfen. Vielen Dank dafür und noch einen schönen Abend. Viel Wahres in dieser Rede von Bleu Brode.